In Koblenz wird in der Nacht vom 19. zum 20.10.21 der Baugrubenverbau an der Baustelle für die neue Verkehrszeichenbrücke auf der B9 in Höhe der Falkenstein-Kaserne zurückgebaut. Die Arbeiten beginnen am Dienstagabend um 20 Uhr in Fahrtrichtung Bonn und werden im Laufe der Nacht auf die Fahrtrichtung Koblenz wechseln. Spätestens um 5 Uhr am Mittwochmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann wird der Verkehr wieder wie gewohnt zweistreifig durch den Baustellenbereich fließen können. 64 Tiny Houses hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Betroffenen der Flutkatastrophe bestellt, die nach dem Hochwasser nicht mehr in ihren Häusern wohnen können. Laut Angaben der Stadt wären die Tiny Houses insgesamt 34 Quadratmeter groß, in denen bis zu 5 Personen ein Jahr lang leben könnten. Am frühen Morgen des 4. Januars 2021 sollen ein jeweils 25-Jähriger und ein 29-Jähriger aus dem Westerwald in das Anwesen eines Seniorenpaares in Kobern-Gondorf im Kreis Main-Koblenz eingedrungen sein. Knapp 4 Monate nach dem Überfall wurden die Männer anhand von DNA-Spuren ausfindig gemacht und verhaftet. Von heute an stehen die beiden Westerwälder in Koblenz wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.